Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Servervorstellung. Wir gehen auf den Server Woody MC Survival Kreativ Skyblock Minigames und mehr. 1.8 bis 1.16.4. So. Alles meins. Alles meins. Schade. Ja, ich bin das erste Mal hier drauf, wie man sieht. Herzlich willkommen auf Woody Games. Ja, Skyblock Kreativ Survival und ich spiele. Shops of Survival. Okay, ich muss sagen, der Spawn sieht schon mal gut aus. Kann ich mich nicht beschweren. Was ein richtiges geiles Plus ist. NPCs. Es gibt NPCs. Das sind keine fucking Armor Stands, es sind NPCs. What? Alter, was war das? Das wollte ich jetzt aber nicht. So. Link zur Homepage, Sophie. Die Server-IP gibt es wie immer in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal um. Survival. Ich hab immer noch eine Glatze. Mach at Kit Tools. Kit Tools. Okay. Okay, es gibt Start-Equip. Nice. Shop, Plot, PvP, Free New. Hier sind wieder diese Kack-Armor-Stands. Nein. Warp-Key, Warp-Nether, Warp-Farm, End. Noch irgendwas? Admin-Shop? Nö. Server-Lobby. Was guckt man uns jetzt als erstes an? Den Shop. Was können wir hier? Admin Shop. Schrift verschwinde. Das Drachenei. Admin Shop. B50.000 Dragon Egg. Admin Shop. 32 Stone. Stone Bricks. Elytras. Die sind angeschaltet. Nice. Nice, 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 nice. Man hat Speed. Das ist ein bisschen scheiße hier. Bin ich ganz ehrlich. Was soll das? Okay. Wie viel Geld habe ich denn? 5000. Mein 93er Ping? Willst du mich verarschen? Server TPS 20. Das ist gut. Ja, was soll ich hierzu sagen? Der Shop ist unnötig. So hardcore. Keine Ahnung, was das ist. Das ist definitiv unnötig. Da schwebt noch ein Zeug in der Luft. Hier. Das ist ein Villager-Dorf. Die sind sehr langsam unterwegs. Also stimmt das mit der Server-TPS schon mal gar nicht. Ja. Das alles hier ist eigentlich unnötig. Das kann man schlichter und einfacher halten. Spawn. Okay, also der Shop, ja, ist unnötig. Unnötig as fuck. So, diese Kackschrift ist auch viel zu lange da. Warps erstellen, dorthin warpen, Spielernamen, Truhe, so. Hier hat man keinen Speed, das ist sehr gut.
Hier gibt es die Grundstücke. Wieder in einer Flat World. Geil. Wieder in einer Flat World, wo ich sage, warum? Muss nicht sein, aber gut. Auf welcher Bauhöhe sind wir denn gerade? 65. Da, what the fuck, alles klar. Da ist jemand gestorben. Das würde ich vernichten, das sieht scheiße aus. Das wiederum sieht hammermäßig aus. Ink. Ist auf jeden Fall noch ausbaufähig, das Gebäude. Das sieht kacke aus. Die Schrift ist zu lange da. Das reicht ganz kurz aus. Farmwelt, gleich wieder da. Warum? Ich sag nichts. Jeder kann ja auf seinem Plot bauen, was er will. Ja, nur, das ist die Welt, wo man sein Grundstück bauen kann. Es ist wieder eine Plotwelt, eine Map, Flatmap. Ja. Muss nicht sein. Die Default Map im Plants Biom reicht da vollkommen aus. Aber gut, es ist nicht mein Server. So, kurz bequem hinsetzen und dann geht's weiter. PvP wird gelöscht am 1.7. Okay. Wow, Free New, keine Erze. Was ist das? Free Bild Süden, hier klicken. Ach, ernsthaft, ist das hier ein Kreativdings? Nee. Wow, sehr kreativ an die Person, die das gemacht hat. Dein geistiges Niveau ist ganz weit unten. Hier gibt es aber keine Erze, wurde ja gesagt. Das ist, ja, also eine reine Wand, ja, die Default-Bauecke. Willkommen im Norden, Eik-LP. Okay, ja, ich bin sowieso als Nordmann unterwegs. Da passt das. Frage ist nur, ist das, was ich dort baue, auch safe oder kann man das griefen? Plotwelt New Sun. Warp Key. Dieses Schild ist mit einem magischen Zauber belegt. Key. Okay, Lalle, gemischt waren, sie verkaufen Blumen. Okay, das sind richtige Villager. Die aber anderweitig eingestellt bin. Schalker-Boxen gibt's, alles klar. Und die sind recht günstig, außer die hier. 64 Eisenblöcke. Ey, ganz ehrlich. Das ist... Ey, da gehe ich dann lieber auf die hier. Oder hiervon. Okay. Marco Bohne, er hat den krassen Shit. Warum bist du so ein Zwerg? Willst du mich verarschen? Als ob ich 9 Dias für 8 eintausche. Ich glaub, Mick hackt's. Es. Was? Okay. Ich muss das Prinzip hier nicht verstehen. Aber gut, Spawn Schnauze da draußen. Krankmann kann woanders hinfahren. So, ja, der Spawn, dazu habe ich ja noch gar nichts gesagt. Sieht gut aus. Ist in der Höhle technisch gehalten.
Aktuell sind 1, 2, 6 Spieler drinne auf dem Server. Jetzt ist die Frage. Shop-System haben wir ja schon. Geldsystem haben wir auch. Gibt es aber auch ein Jobsystem? Das ist die einzige Frage, die sich mir gerade stellt. Und schön, wie man hier oben spawnt, Speed bekommt und darunter halt einfach nur Lava ist. Das ist mal richtig dumm. Tut mir leid an die Entwickler, aber das ist dumm. Und nein, es gibt kein Jobsystem. Also ist das schon mal für mich ein Server, wo ich nicht spielen würde. Zumindest nicht dauerhaft. Bin ich ganz ehrlich. Hier direkt eine Festung. Ich habe so einen Schweinemann gehört. Ich bin wieder weg. Ich habe ja gar nichts. Ja, an sich der Spawn hier ist gut. Klein, aber fein. Der einzige Nachteil ist, dass man hier Speed hat und direkt in die Lava fällt. Aber gut, man kann es nicht ändern. Wir werden uns jetzt den End... Aber warte mal, ins End kommen wir ja gar nicht. Hier ist die Farmwelt. What the fuck ist hier passiert? Ja. Oh, die bleibt da drinnen. Der hat das auch. Der Rest, wenn ich sterbe, kann ruhig verloren gehen. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Ob die Bäume eine Krankheit hatten oder irgendwas anderes. Aber... Ja, immer fahrt hier unten lang. Wenn ich aufnehme, macht ihr richtig so. Aber es sieht ja seltsam aus. Warum ist hier ein Wasserteil? Okay, ich kann euch gleich eins dazu sagen. Wenn hier ein Wüstentempel ist, hier aber ein Claybiom, ein Dark Oakwood Forest, ist das hier. Für mich sieht so aus, als ob das mit World Edit erstellt ist, die Farmwelt. Teilweise. Oha, es gibt doch Jobs. Da gehen wir gleich drauf ein. Es sieht wirklich aus, als ob hier mit World Edit gearbeitet wurde. Und das ist für mich in einer Farmwelt ein No-Go. Denn eine Farmwelt sollte eine reine Default Map bleiben. Denn sonst könnte man ja sagen, oha, hier wurde getrickst von seitens der Entwickler, der Ersteller, des Server-Admins, des Server-Teams, dass halt gewisse Leute Vorteile haben, die als erstes in die Farmwelt kommen. Hier war gerade ein Dingsbums. Der ist die ganze Zeit wegtippet. So ein Arschloch. Ja, für mich ist das hier also ein absolutes No-Go. Deswegen werde ich hier auf dem Server auch nicht lange verweilen. Ja. Es ist halt wirklich mal gucken. Desert. Dark Oakwood. Badlands. Wir gehen noch mal ganz kurz zu dem Wassertempel. Denn dank F3 kann man das ja nachprüfen. Wo man gerade in was für einem Biom ist. Das ist halt wirklich gerade hier minimales Desert-Biom.
Ich glaube, entweder haben sie die Biomgröße auf minimal eingestellt, was richtig scheiße wäre. Aber so richtig, das wäre richtig, richtig abfuck, denn dann hast du ja alle 3, 4 Chunks in neues Biom und komischerweise das Plants-Biom ist hier groß. Und der Dark Oakwood Forest ja, ist noch größer, aber das Desert-Biom ist so ein Popelding. Ist also nicht wirklich gut gehalten. Ihr fragt euch jetzt, warum ich die Schweine hier töte, einfach weil ich Bock habe. So, hier hinten kommt der Sumpf. Das sieht so... Es tut mir leid, ich muss mich hier drüber auslassen. Das sieht einfach nur scheiße aus, wenn die Dinger so klein sind. Aber wir wollen mal gucken, ob wir wirklich eine Schalker-Box kriegen. Oh Gott, wie viel brauchte ich davon? 32? Ob wir die hier zusammenkriegen? Ich bezweifle es, deswegen raus damit. Spawn. Und wir haben jetzt eigentlich fast jede Welt durch. Wir gucken, ob wir hier reinkommen. Nein. Das Portal ist geschlossen. Ja, was soll ich im Groben und Ganzen sagen? Es gibt noch Jobs, habe ich vorhin gesehen. Wir gucken mal, was für welche. Jobs, Browse. Es gibt den Holzfäller. Es gibt den Miner, den Builder, den Gräber, den Farmer, den Jäger, den Explorer. Den Enchanter, den Braumeister, den Waffenschmied, den Fischer und den Crafter. Ja. Zerstören, TNT breaken, platzieren, töten für den Miner. Exploren und töten gibt's Geld. Verzaubern, brauen, craften, schmelzen, kochen, reparieren. Töten, craften, schmelzen, kochen. Zerstören, töten, Spieler töten. Okay. Meiner Bild, das platziert und tötet. Also man kriegt immer fürs Töten Geld. Er zerstört, platzieren, töten, züchten, zähmen, scheren, melken. Ich bin jetzt Miner. Steht das irgendwo? F3 kann ich erstmal wieder ausmachen. Nein, es wird mir nicht angezeigt, welchen Job ich besitze. Dann gehen wir nochmal ganz kurz in die Farmwelt und testen das aus. Denn das will ich jetzt wissen. Ja. Hallo? Ich kriege keine Anzeige. Interessant. Ich habe zwar gerade ein Tor. Jetzt! Hallo? Verändert sich die Zahl dort oben auch mal? Jetzt hat sie sich ganz leicht verändert. Okay. Das ist ein scheiß System. Es tut mir leid. Ja. Okay, kommen wir zur Bewertung. Alles im Allen. Der Spawn sieht gut aus. Allgemein, bis auf beim Shop, sind die Spawns recht schlicht und einfach gehalten. Das gefällt mir.
beim Admin-Shop, allgemein bei den Shops, der Spawn ist scheiße. Diese Armor-Stands sind scheiße. Die Lobby sieht gut aus, dass es hier einen Kreativserver gibt, finde ich wieder klasse. Es gibt halt noch diese Minispiele und die Skyblock-Map, was ich mir jetzt nicht angucken werde. Denn das Hauptaugenmerkmal liegt ja eigentlich immer auf dieser Rubrik. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz auf die Internetseite. Plotwelt, Freebuild, Nether, Abbau, Shops, Kreativ, Skyblock mit Shopsystem, Azid Island mit Shopsystem, Minispiele, Drop Parties, Berufe, man kriegt jeden Tag neue Items, add Woodies and Fly für dein Vote. Okay, wenn man voten tut, kriegt man den Fly-Effekt. Was soll ich dazu sagen? Das ist scheiße. Für gewisse Personengruppen, die unter 14 sind, die strenge Eltern haben und sagen, okay, ihr dürft auf dem Server spielen, mehr aber nicht, ihr dürft nicht mit den Leuten reden, schreiben oder sonst irgendwas, die dürfen ja auch nicht voten. Das ist dann ein Nachteil für die, wie mich, die komplett alles dürfen, wie voten, schreiben, quatschen und auf einmal auch noch fliegen dürfen. Dazu muss ich sagen, dass ich das scheiße finde. Ansonsten alles in allem ein Server, den ich nicht nochmal besuchen werde, denn für mich ist der Server einfach nichts. Vor allem mit diesem Fly-Teil fürs Vote, ne? Deswegen, der Server wird hier offiziell von mir delayed. Ich werde ihn nicht mehr besuchen, aber ihr könnt ihn besuchen. IP und Homepage verlinkt in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da, ob ich mehr solcher Videos machen soll. Oder macht mir in den Kommentaren Vorschläge zu Servern, die ich mir angucken soll, wo ich ein Video machen soll drüber. Und ansonsten sehen wir uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.